Hallo ihr Lieben, nach meiner Teilnahme am ESC-Vorentscheid habe ich doch sehr viel über mich lesen können im Internet. Ich habe sehr, sehr, sehr viele positive Kommentare erhalten und ich bin unglaublich berührt und ich so viele Menschen begeistern konnte. Wenn ich jetzt noch Nachrichten kriege, dann denke ich schon, ich könnte schon wieder losheulen. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich das erleben konnte und dass ich so vielen Menschen eine Freude bereiten konnte und das freut mich wirklich so sehr. Aber natürlich habe ich auch sehr, sehr viele negative Kommentare bekommen. Also ich war irgendwie, glaube ich, im Netz so 50-50. Die eine Hälfte fand mich total scheiße und die andere fand mich super, super cool und ich bin natürlich dankbar für die Leute, die mich super cool finden. Aber ich muss auch sagen, die Leute, die mich scheiße finden, haben mich köstlich amüsiert die letzten paar Tage. Ich dachte mir, ich drehe mal ein Video von den 10 besten negativen Kommentaren. Ich glaube, das wird super witzig und falls ihr wolltet, dass mich das in irgendeiner Weise trifft, sorry, ich hatte sehr viel zu lachen. Also los geht's. Ich trinke vorher noch etwas aus meinem Coca-Cola. Der erste Kommentar: Konnte es dieses untalentierte Kind in die deutsche Vorauswahl des ESC schaffen? Für eine nervöse 14-Jährige wäre der Auftritt okay gewesen, für eine 20-Jährige Abiturverkeigerin war hingegen Fremdschämen angesagt. Danke. Ich weiß, dass ich ständig auf 14 geschätzt wird. Ich bin 20. Ich habe auch ein paar Mal mein Abitur vergeigt. Und wo ist das Problem? Der nächste Kommentar ohne Punkt und Komma. Liebe Helene, es ist nicht böse gemeint, aber singen ist nicht dein Ding. Das reicht gerade mal für den Kindergeburtstag und bei deinem Rumgehampel. Beim Singen kann ich wirklich keine ausgefeilte Choreografie erkennen. Punkt. Schade, dass du beim ESC anderen Talenten den Platz weggenommen hast. Ich glaube, das ist schon mal falsch. Okay. Da drunter stehen dann noch Kommentare wie, ach du Scheiße. Habe ich noch einen gefunden. Ich finde, die kann ich mal so gut singen. Oder? Tja, ausgeschieden. Da frage ich mich immer, was müssen die Leute für einen Hass fühlen? Ich fand es super witzig. Ich finde es auch jetzt noch super witzig. Da steht, hier zum Beispiel jemand geschrieben, da kann ich ja besser singen. Cool. Schick mir doch mal ein Video. Auch noch ein sehr guter Kommentar. Toll, wenn man genauso heißt wie jemand, dessen Stimme ich nicht so mag. Witzig, sehr, 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 sehr witzig fand ich auch noch den hier. Wer findet auch, dass sie aussieht wie eine 17-Jährige und nicht wie eine 20-Jährige? Ich weiß, dass sie nicht aussehen wie 20, daran kann ich auch nichts ändern, also. Da habe ich doch einen Kommentar bekommen mit, die hat eine Babystimme. Ich bin auch tierisch oft mit Mickey Mouse irgendwie verglichen worden. Fand ich auch ganz lustig. Also ich finde nicht, dass ich in irgendeiner Weise wie Mickey Mouse klinge. Vielleicht schon, vielleicht weiß ich es nur nicht. Und wenn ich schon wie Mickey Mouse klinge, ist ja auch nicht schlimm. Ich fand, Mickey Mouse war eine ziemlich geile Sau. Danke für das Kompliment. Sie war so... schlecht, da kriegen wir Minuspunkte. Cool. Minuspunkte hat da, glaube ich, auch noch keiner bekommen. Also ist das auch irgendwie eigentlich ein Kompliment. Danke. Dann standen da noch zig Kommentare wie Johnny Cash würde sich im Grab umdrehen, wenn er das hören würde. Am allercoolsten fand ich aber du bist eine Schande für Deutschland. Nett. Oh, scheiße. In einem sprachlichen Kommentar, sagt man das so, da war als Kritikpunkt geäußert, dass ich lispel. Ist das ein Kritikpunkt? Das müsse ich ja abstellen. Hallo? Die Menschen, die lispeln, die können nichts dafür, dass sie lispeln. Wie soll man das bitte abstellen? Fand ich interessant. Das ist ein Punkt, warum ich für diese nicht anrufe. Ich weiß, dass ich lispel. Ist mir doch Lachs. Ich finde, jeder, der lispelt, kann dazu stehen und kann stolz darauf sein zu lispeln, weil man ist dann halt nicht wie jeder andere. Dann, oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Der Kommentar. Die sieht aus wie meine Biolehrerin. Ich bin deine Biolehrerin. Dann habe ich auch noch ein, du bist scheiße hässlich. So, jetzt kommt mein Top-Kommentar. Wenn Johnny Cash gewollt hätte, dass man sein Lied jodelt, dann hätte er es gejodelt. I hear the train coming. It's rolling around the mess. Sowas braucht man nicht ernst nehmen. Alle anderen, die es gut meinten und mir so viel positives Feedback gegeben haben, ich bin wirklich, ich bin so dankbar. Zum Beispiel hat mir einer geschrieben, dass er einen ganz, ganz schlechten Tag hatte und als er dann meinen Auftritt gesehen hat, war er super glücklich. Und ich finde sowas, das ist das, was wichtig ist. Wie sag ich? Gute Benannt. Euch.
klebe ich ganz toll. Das war es dann auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Ihr vielleicht ein Abo dalasst. Ich bin auf Snapchat auch sehr aktiv. Da dürft ihr mir auch folgen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.